Wir kommen zum Tagesordnungspunkt Nummer 5. Erste Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz zu dem ersten Staatsvertrag zur Änderung des Vertrages über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern. Vertrag zur Ausführung Artikel 91c Grundgesetz. Ich darf die zuständige Ministerin bitten, den Gesetzentwurf einzubringen. Frau Senatorin, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich wiederhole jetzt den gesamten Titel dieses ersten Gesetzes nicht mehr, sondern ich möchte dieses Gesetz einbringen. Was heißt das für uns? Wir wollen mit diesem Gesetz FITCO, die föderale IT, Kooperationsstelle ab 1. Januar 2020 hier in Frankfurt etablieren. Damit setzen wir im Übrigen eine Forderung um, die bereits hier am 17. August 2017 im Hessischen Landtag zum Thema Digitalisierung in einer Anhörung angekündigt oder auch gefordert worden ist, da nämlich von dem geschätzten Kollegen Prof. Dr. Helmut Kretschmer, ich zitiere, in der digitalen Transformation der Verwaltung haben wir in Deutschland kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. FITCO ist unsere Antwort. Denn mit der Etablierung der Umsetzungsorganisation des IT-Planungsrates in Frankfurt wird unsere Position als ein führender IT-Standort Europas gestärkt. Man kann mit Fug und Recht sagen, Frankfurt wird die E-Government-Hauptstadt Deutschlands. Nun bin ich in der komfortablen Lage, diese erfolgreiche Initiative umzusetzen. Vorgedacht ist dies von meinem geschätzten Kollegen, dem hessischen Finanzminister Thomas Schäfer. Er hat Bund und Länder im IT-Planungsrat davon überzeugt, die FITCO in Hessen einzurichten. Das ist ein herausragender Erfolg für uns in Hessen, den Bund und darüber hinaus und stärkt unseren Standort als europäisches Zentrum der Digitalisierung. Vielen Dank für deinen Einsatz, lieber Thomas. Mit meinem Zitat zu Beginn, in dem ich rekrutierte auf den 17. August 2017, ist zugleich auch der Startpunkt von FITCO bezeichnet, denn bereits seit Herbst 2017 ist dieser in der Aufbauphase. Die Aufgabe FITCOs wird es sein, die zentralen Bedarfe der föderalen Ebene zu bündeln und die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung kooperativ und nutzerorientiert voranzutreiben. FITCO steht damit im Geist des IT-Planungsrates für transparente, standardisierte Datenformate und Schnittstellen sowie modulare, offene Lösungen, die auf allen Verwaltungsebenen eingesetzt werden können. Was heißt das? Hört sich erst einmal sehr abstrakt an. Konkret bedeutet das, dass die Koordination eines bundesweiten arbeitsteiligen Vorgehens bei der Digitalisierung von etwa 600 Behördenleistungen von Bund, Ländern und Kommunen zusammengebracht werden soll. Dies wird an der Stelle so nutzerorientiert konzipiert, dass IT-Prozesse standardisiert werden. Das ist eine höhere Aufgabe. Wer sich mit Standardisierung schon einmal befasst hat, in Wertschöpfungsketten rückintegriert weiß, bei jedem Produkt, bei jeder Lebensmitteltechnologie Rückverfolgbarkeit ist Standardisierung die Kür sozusagen der Basis. Und auch das müssen wir hier tun, IT-Prozesse standardisieren, und zwar zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger. Was da heißt, mal ein praktisches Beispiel. Egal, wo ich umziehe, meinen Führerschein nach einem Prinzip digital zu beantragen und zu erhalten. Das ist ein Meilenstein in der Umsetzung einer erfolgreichen Verwaltungsdigitalisierung, und die FITCO
Arbeit wird sich dabei in drei Säulen gliedern. Die erste Säule der Aufgabe der FITCO wird sein, die Zusammenführung der bisher dezentralen Geschäftsstellen des IT-Planungsrates zu vereinheitlichen. Vereinheitlichung heißt immer, Redundanzen reduzieren, Reibungsverluste reduzieren und am Ende des Tages auch einen Qualitätssprung und eine Know-how-Verbesserung auf den Weg zu bringen. Zweitens. FITCO wird die Funktion eines strategischen Ratgebers des IT-Planungsrates übernehmen. Er wird nämlich die Vereinheitlichung der föderalen IT-Architektur vornehmen und wird das circa ungefähr nach dem Beispiel, wie auch jetzt schon ExtoMer in den Ministerpräsidentenkonferenzen als Standard genutzt wird, länderübergreifend digital umsetzen und dies nach dem Prinzip des Once-Only, nämlich die Registermodernisierung voranzubringen. Frau Staatsministerin, die Redezeit der Fraktionen ist abgelaufen. Dann werde ich mich jetzt noch mit zwei Sätzen begnügen, nämlich, dass wir auch das Digitalisierungsbudget, nämlich die dritte Säule, bei uns zu verantworten haben und dass wir diese erfolgreiche Kooperation auch in der Umsetzung unseres Fünf-Punkte-Plans des Ministeriums sehen. Und das sehen nicht nur wir so, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen der anderen Länder, die nämlich mit mir gemeinsam den ersten Gipfel der Ländertreffen der Digitalisierung hier anlässlich der FITCO-Gründung dieses Jahr noch in Frankfurt machen werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Ich eröffne hiermit die Debatte. Erster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten, Oliver Stirböck aus Offenbach. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Staatsvertrag zum IT-Planungsrat ist ein wichtiger Staatsvertrag. Er bildet die Grundlage für die digitale Verwaltung. Der Staatsvertrag gestaltet den Artikel 91c Grundgesetz aus. Herr Staatssekretär Burkhardt hat ja bereits durchblicken lassen, dass sich die Regierung, das wurde dann auch heute ein wenig deutlich, bei diesem Tagesordnungspunkt feiern wird. Wir würden gern mitfeiern bei dieser Party, aber es gibt leider wenig Grund zum Feiern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Geschichte der Umsetzung des Artikel 91c des Grundgesetzes ist symptomatisch für die Behäbigkeit, Verpassen von Chancen, Bedenkenträgerei und German Angst. Vor 10 Jahren, im Jahr 2009, wurde das Grundgesetz geändert, um die digitale Verwaltung im Grundgesetz zu verankern. Der neue Artikel 91c erlaubt, dass Bund und Länder gemeinsam informationstechnische Systeme betreiben und hierfür auch gemeinsame Institutionen errichten. Halleluja! Nur zehn Jahre später ist es soweit. Die FITCO, die föderale IT-Kooperation von Bund und Ländern, wird gegründet, damit die Digitalisierung der Verwaltung richtig beginnen kann. Im Jahr 2009, vor 10 Jahren, kam das iPhone 3 auf den Markt. 2009 hat Microsoft Windows 7 vorgestellt. 2009 hat in New York der Schulrektor Joel Klein einen Algorithmus vorgestellt, der das Lernverhalten und die Leistung eines jeden Schülers analysiert und darauf basierend täglich einen individuellen Lehrplan für jeden Schüler entwickelt. Merken Sie was? Die Welt dreht sich rasend schnell, während wir 10 Jahre brauchen, allein um eine neue Behörde für Digitalisierung zu schaffen. Das ist eine Problemanzeige in diesem Land. Die Digitalministerin spricht von Hessen als dem Silicon Valley Europas. Auf den Weg gebracht haben wir in Hessen ein paar digitale Dorflinden und freuen uns auf WLAN in öffentlichen Einrichtungen bis 2024. Der Digitalisierungsstandard in Hessen und in Deutschland bleibt dramatisch. Unter den nord- und westeuropäischen Ländern hat Deutschland den geringsten Anteil an Online-Verwaltungsleistungen, sagt die Europäische Kommission. Aber wir messen uns offensichtlich mit Albanien. Das kann aber nicht der Ehrgeiz des Landes Hessens und der Bundesrepublik Deutschland sein.
Nach Umfragen des European Digital Government Barometer sehen 52% der Deutschen Defizite beim Online-Angebot, während in Frankreich, Großbritannien und Norwegen eine große Mehrheit ihre Verwaltung auf einem guten Weg sieht. Im Bundesvergleich schneidet Hessen beim E-Government mittelmäßig ab. Die Umsetzung von Open Government hängt hinterher, während z.B. in Hamburg 57.000 Datensätze als Open Data verfügbar sind, sind es in Frankfurt nur 79. Die Menschen wollen aber wissen, wann kann ich endlich Elterngeld per App beantragen? Diese App gibt es sogar schon. Das Land Bremen hat sie entwickelt. Wann wird sie zugelassen? Beispiel Österreich. Während in Deutschland für die Beantragung des Kindergeldes ein papiergebundener schriftlicher Antrag gestellt werden muss, wird das Kindergeld in Österreich seit 2015 antragslos gewährt. Bei der Geburt im Krankenhaus müssen sich die Eltern dann nur noch mit einem Ausweisdokument identifizieren. Das Krankenhaus meldet die Geburt dann dem Standesamt, das die Daten der Finanzverwaltung weiterleitet. Interessant, das Einzige, was in Deutschland antragslos funktioniert, ist die Zusendung der Steuernummer. Mutter und Kind sind noch gar nicht aus dem Krankenhaus zurück, aber der Brief vom Finanzamt liegt schon im Briefkasten. Baby Ben, 3 Tage auf der Welt, hat seine eigene Steueridentifikationsnummer. Herzlichen Glückwunsch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben sich selbst hier als digitale Vorreiter in Deutschland bezeichnet. Davon ist auf Dauer wenig zu spüren. Es ist mehr wie Passagieren bei der Dressur, eine Figur, die dem Imponierverhalten des Hengstes abgeleitet ist, wo das Pferd also imponiert, aber nicht vorankommt. Hessen und Deutschland müssen aber in den Galopp wechseln, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir wollen die Entscheidungsprozesse transparent machen, Open Government den Service verbessern, die Verwaltung effizienter machen, den Bürger in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen, dass öffentliche Verwaltung nach dem Prinzip des Citizen-Centric arbeitet. Wir müssen dazu ehrgeizige Modernisierungssätze mit ambitionierten, verbindlichen Umsetzungsfristen formulieren für Open Data by Design, elektronische Rechnungsstellung, vollständige und flächendeckende Einführung der elektronischen Akte, konsequenter Einsatz von der E-Mail und weiteren Vertrauensdiensten sowie die Einführung von Feedbackmechanismen in der Verwaltung. Wir brauchen aber nicht eine ständige Vermessung der Probleme. Wir brauchen aber nicht eine ständige Vermessung der Probleme. Wir brauchen eine Hands-on-Mentalität. Anpacken, ausprobieren, machen statt immer nur ankündigen. Nicht das Erzählte reicht, das Erreichte zählt. Und da haben wir noch viel zu tun, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Stirböck. Als nächstes für die Fraktion der GRÜNEN Kollege Leveringhaus. Sie haben das Wort. In der Zwischenzeit kann ich bekannt geben, dass sich die parlamentarischen Geschäftsführer darauf geeinigt haben, dass vor dem Aufruf der Mittagspause noch Top 9 aufgerufen wird. Bitte die Reden sammeln und dann nachher sich melden. Danke. Ja, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, vielen Dank, Frau Sinemus, für die Einbringung dieser Vorlage, deren Titel ich hier auch nicht wiederholen möchte, allein wegen der Redezeit. Wir diskutieren hier über die Änderung des IT-Staatsvertrages, der für das Vorankommen der Digitalisierung bei uns in Deutschland ungemein wichtig ist. Und ich möchte meine Rede diesmal etwas anders beginnen, denn ich stelle etwas an den Anfang, was ich sonst vielleicht am Ende erwähnt hätte. Wir reden nämlich, auch das ist schon angesprochen worden, über die Ansiedlung der föderalen IT-Kommission, kurz FITCO, zur fachlichen Unterstützung als Anstalt des öffentlichen Rechts in Frankfurt. Allen Beteiligten, die im Rahmen der Verhandlungen rund um die vorliegende Änderung dafür gesorgt haben, dass die FITCO aktuell in den Räumen der Oberfinanzdirektion aufgebaut wird und demnächst seinen Sitz in Frankfurt haben wird, gilt mein großer Dank. Besonders Ihnen, Herr Finanzminister Dr. Schäfer, Sie möchte ich an der Stelle besonders erwähnen. Aber nun zur eigentlichen Vorlage. Was bedeutet das ganz genau? Der Staatsvertrag, über dessen Änderung wir heute beraten, ist fast 10 Jahre alt. Wir waren damals in Deutschland das erste Land, was Strukturregelungen für Informationstechnik mit Verfassungsrang ausgestattet hat. Damals war also schon klar, wir reden hier über ein Zukunftsthema, was wir nur länderübergreifend behandeln können. In der Zwischenzeit sind über 30 Projekte umgesetzt worden. Beispielhaft genannt seien hier die 115-App oder NALA, die nationale Langzeitspeicherung für elektronische Behördenunterlagen. Aber ich will ehrlich sein. Als Digitalpolitiker hätte ich mir auch mehr Projekte und ich hätte mir bei bestehenden Projekten ein anderes, ein weitergehendes Vorgehen gewünscht.
angesprochen sei hier DE-Mail, ein Projekt, das anders hätte ausgestaltet werden müssen, damit wir es sinnvoll auch heute in der Zeit nutzen können. Aber umso mehr begrüße ich doch jetzt, was wir mit dieser Änderung beschließen, abseits der FITCO, nämlich dass wir bei der Digitalisierung in Deutschland engagierter vorankommen wollen. Die FITCO soll den bestehenden IT-Planungsrat organisatorisch, fachlich und bei der Wahrnehmung der Aufgaben des Staatsvertrages unterstützen. Wenn die Digitalisierung gelingen soll, wenn die Menschen für die Chancen der Digitalisierung gewonnen werden sollen, wenn wir als Politik den Anspruch haben, den Prozess der Digitalisierung im Dialog mit den Menschen und zum Wohle der Gesellschaft verantwortungsvoll zu gestalten, dann muss Politik, Staat und Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen und die Verwaltungsprozesse sinnvoll ins digitale Zeitalter übersetzen. Dies wird aus meiner Sicht für uns als Politik einer der wesentlichen Projekte im Bereich der Digitalisierung sein. Denn die Menschen erwarten von der Verwaltung, im 21. Jahrhundert anzukommen und dass man Verwaltungsdienstleistungen nicht nur zu den Öffnungszeiten der Bürgerbüros und des Rathauses erledigen kann. Ich spreche hier, Sie werden es sicherlich wissen, vom Onlinezugangsgesetz. Bis 2022 soll das OZG umgesetzt sein. Die neue Struktur und die finanziellen Mittel sind hier gut angelegt, um dieses Ziel zu verfolgen. Und gerade in diesem Bereich ist es doch unsinnig, teuer und bürgerfern, das Rad ständig neu zu erfinden und individuelle, nicht aufeinander abgestimmte Insellösungen zu entwickeln. Es ist wichtig, gemeinsame Standards, Plattformen und Identitätsmanagementsysteme zu implementieren, nicht zuletzt auch, um die öffentlichen Haushalte zu schonen. Denn natürlich gibt es das Ganze nicht zum Nulltarif. Bis zum Jahr 2022 sind 180 Millionen Euro veranschlagt für diese Aufgabe. Unser hessischer Anteil beträgt daran 8,7 Millionen Euro. Wie ich finde, sehr gut angelegtes Geld. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, hopp oder top, vor dieser Wahl stehen wir heute. Wir können zustimmen oder nicht. Wir stimmen dieser Änderung des Staatsvertrages auf alle Fälle zu. Eine größere finanzielle Ausstattung der dringend nötigen Digitalisierung, gerade im Bereich der Verwaltung, eine zentrale Stelle, welche den bestehenden IT-Planungsrat fachlich und organisatorisch unterstützt und noch dazu seinen Sitz in Frankfurt hat. Ich denke, wir als Hessischer Landtag haben gute Gründe, dieser Vorlage zuzustimmen. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei dem Kollegen Leveringhaus. Zeit sehr gut eingehalten und kommen jetzt zu dem Vertreter der Linken. Felstehausen. Wir müssen doch ein bisschen schreiben, üben, lernen. Danke. Vielleicht liegt es auch nur an meiner Optik. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Genau, auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wir erleben im Landtag das Gleiche wie im ganzen Land. Bei Behördendienstleistungen gibt es vieles, was man im Bereich der freien Wirtschaft kennt und was hier, um in den Worten von Frau Merkel zu reden, vielfach noch Neuland ist. Aber vor uns liegt ja nun dieser Vorschlag zur Änderung des IT-Staatsvertrages für die Einführung der FITCO als Anstalt des öffentlichen Rechts. Und das ist, das haben die Vorredner hier völlig zu Recht gesagt, längst überfällig, dieser Schritt. Da hinken wir im europäischen und im weltweiten Vergleich ganz deutlich hinterher. Und deshalb begrüßen wir als LINKE auch diese Anstrengungen, endlich gemeinsam zu handeln und diese Planungen auch aufeinander abzustimmen. Und die Vergangenheit hat uns ja gezeigt, wohin es führt. Insellösungen sind gerade schon angesprochen worden bei IT-Großprojekten. Ich erinnere da nur an die E-Mail oder an den Enperso. Diese Projekte sind krachend gescheitert. Sie sind deshalb krachend gescheitert, weil es unkoordiniert war, weil Parallelstrukturen aufgebaut worden sind. Und so kann E-Government nicht gelingen. Wir brauchen dort, das ist völlig richtig, eine länderübergreifende gemeinsame Sicht auf die Dinge. Und FITCO ist da durchaus der richtige Ansatz. Aber wir bleiben, meine Damen und Herren, bei unserer grundsätzlichen Kritik am IT-Planungsrat, der ja dahinter steht. Denn leider ist es dem Land Hessen bei den Gesprächen zu diesem Gesetz oder beziehungsweise zu den Änderungen eben nicht gelungen, die gravierenden Geburtsfehler zu beheben. Die Zusammensetzung dieses Rates spiegelt nämlich nicht die Bedeutung des Themas wider. Bürgerinnen und Bürger nehmen digitale Dienstleistungen hauptsächlich in den Kommunen wahr.
Da werden Sie mit den heute noch fehlenden IT-Leistungen der Behörden konfrontiert. Und daher sollte aus Sicht der LINKEN auch vor allen Dingen die Kommunalverbände und die Gemeinden angemessen genau in diesem Rat vertreten sein. Eine nur beratende Teilnahme an den Sitzungen ist nicht hinnehmbar. Und so werden die Kommunen an dieser Stelle weiter im Blindflug gelassen. Und dort, wo es in die Praxis umgesetzt wird, findet eben keine Rückkopplung statt. Und das müsste dringend geändert werden. Aber noch viel gravierender, und das werden wir heute Nachmittag ja noch einmal hören, noch viel gravierender im Bereich der institutionellen Mängel ist auf das hinzuweisen, was im Bereich des präventiven Datenschutzes nicht gelungen ist. Es ist nämlich absurd und zeugt von einem mangelnden Interesse der Regierung an einem umfassenden Datenschutz, dass ausgerechnet der Bundesdatenschutzbeauftragte nur beratend und die Landesdatenschutzbeauftragten gleich gar nicht an den Sitzungen teilnehmen sollen. Der Kerngedanke der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, das Prinzip Privacy by Design, also vor der Implementierung von IT-Projekten den Datenschutz bereits in der Planungsphase zu überprüfen, wird damit überhaupt nicht Rechnung getragen. Und hier sind wir als LINKE der Meinung, dass in diesem IT-Planungsrat wichtige Chancen vertan worden sind und dem Datenschutz wieder einmal nur eine Reparaturrolle zugeschrieben wird, nachträglich Änderungen vorgenommen werden sollen, statt vorausschauenden Datenschutz zu implementieren. Und bei beiden Themen hat die Hessische Landesregierung es versäumt, sich im Sinne einer umfassenden Demokratisierung für gemeinsame Planungsprozesse stark zu machen. Jetzt waren hier einige meiner Vorredner voll des Lobes, dass es gelungen ist, diese Behörde nach Frankfurt zu bekommen. Aber lassen Sie uns doch noch einmal genau hingucken. Wie sieht denn der Arbeitsmarkt in Frankfurt auf dem IT-Sektor aus? Der ist leergefegt. Der Vorschlag, die FITCO nach Frankfurt zu holen, hier den Standort zu implementieren. Damit verschärfen Sie die Probleme noch weiter. Wir hätten uns gewünscht, auch einmal darüber nachzudenken, ob man so etwas dezentralisieren kann. Hessen findet eben nicht nur in Frankfurt statt, sondern auch im ländlichen Bereich. Was Sie hier gemacht haben, ist, dass Sie mit diesem Zentralismus die Probleme auf unseren Straßen und auf unserem Wohnungsmarkt zusätzlich verschärfen. Das mag auch daran liegen, dass Sie Ihren eigenen Versprechungen, die Fläche mit annehmbarer Breitbandgeschwindigkeit und entsprechender Netzabdeckung zu versorgen, nicht glauben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Landesregierung träumt von einem hessischen Silicon Valley. Das wirkliche Silicon Valley ist aber nicht entstanden, weil es da ein Digitalministerium gab und weil dort Behörden angesiedelt wurden, sondern weil in Bildung und Forschung investiert worden ist, weil Start-ups unterstützt worden sind und weil Akteure geholfen wurde, sich zu vernetzen und gemeinsam Projekte zu verwirklichen. Und hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, denken Sie bitte an die Redezeit, Herr Kollege. Ja, das mache ich gerne. Hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat das Land Hessen einen sehr deutlichen Nachholbedarf. Und hier fordern wir die Hessische Landesregierung auf, endlich ihre Hausaufgaben zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes darf ich für die SPD-Fraktion Herrn Kaffenberger aufrufen und ihm das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine erste Rede hier im Plenum durfte ich zum Digitalpakt halten. Da ging es um die Digitalisierung unserer Schulen. Heute geht es hier um die Digitalisierung der Verwaltung. Diese Aufgabe koordiniert, wie wir schon gehört haben, seit 2010 der IT-Planungsrat. Und der Kollege Felzer hat darauf hingewiesen, die Kommunen sind dort nur beratend über ihre Spitzenverbände vertreten. Dort wird aktuell die föderale IT-Zusammenarbeit gesteuert und die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen koordiniert. Außerdem werden in einigen Bereichen auch IT-Sicherheitsstandards vereinbart. Aktuell hat der IT-Planungsrat noch eine Geschäftsstelle beim Bundesinnenministerium. Doch diese soll nun ausgebaut werden, FITCO heißen und mit Frankfurt eine neue Heimat bekommen. Aufgabe der FITCO wird es sein, den IT-Planungsrat bei der Koordinierung der ebenenübergreifenden IT-Zusammenarbeit zu unterstützen. Denn, meine Damen und Herren, damit die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung zügig und vor allem möglichst reibungslos voranschreiten kann, müssen Verwaltungen auf allen Ebenen stärker zusammenarbeiten. Denn Digitalisierung
Denn Digitalisierung ist ein Querschnittsthema und betrifft zugleich alle staatlichen Ebenen, Kommunen, Länder und Bund. Und die Koordinierung dieser vielen zuständigen Stellen auf den verschiedenen Ebenen verursacht zweifelsohne viel Aufwand. Insofern sind auch die Mehrkosten im Vergleich zu der bisherigen Geschäftsstelle beim BMI in Höhe von 2,7 Millionen € völlig gerechtfertigt. Und Hessen trägt hier durch den Königstaller Schlüssel und die Sitzlandquote knapp ein Viertel. Und es ist auch positiv zu bewerten, ja, dass in Frankfurt, wo, ja, wie die Ministerin weiß, auch der DKIX als zentraler Internetkunden sich befindet, künftig auch die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland ihr Zentrum hat. Zudem verpflichten sich Bund und Länder mit dem IT-Änderungsstaatsvertrag für die kommenden Jahre ein zusätzliches Digitalisierungsbudget in Höhe von 180 Millionen € bereitzustellen. Auch hiervon wird Hessen 9 Millionen € tragen. Und wie auch bei den Millionen aus dem Digitalpakt gilt mein Satz, und den werden Sie hier auch noch öfter hören, diese Beträge dürfen nicht Teil der bereits im schwarz-grünen Koalitionsvertrag enthaltenen Milliarde für Digitalisierung sein. Und wie bei den Schulen gilt, es gibt noch viel zu tun. Die Verwaltung, sie muss digitaler werden. Auf allen Ebenen brauchen wir E-Akte und Dokumentenmanagement statt Laufmappe und Leitsordner. Aber auch nach außen hin müssen die Behörden digitaler werden. Und dazu soll die FITCO ebenfalls einen Beitrag leisten und die Umsetzung des, wir haben es auch schon gehört, Online-Zugangsgesetzes unterstützen. Dieses Bundesgesetz verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, ihre Verwaltungsleistungen bis 2022, ich sage bewusst auch elektronisch, in einem Verwaltungsportal anzubieten. Und vor diesem Hintergrund begrüße ich es ausdrücklich, dass die Landesregierung, wie am Montag angekündigt, mit dem digitalen Rathaus den Alltag der Menschen erleichtern will und plant, diese längst beschlossenen bundesgesetzlichen Vorgaben endlich umzusetzen. Ich hoffe jetzt aber an der Stelle einfach mal, dass in diesem Zusammenhang, ich zitiere, im Zeitalter der Digitalisierung dann bedeutet vor dem Jahr 2022. Denn heute sieht es, der Kollege Stegmann hat schon gesagt, in Hessen nicht ganz so gut aus. Deutschlandindex zur Digitalisierung der öffentlichen IT des Fraunhofer-Instituts nur Mittelfeld hinter dem Bundesschnitt. Und bei der Pressekonferenz von Frau Ministerin am Montag hörte sich das alles ein bisschen anders an. Da war von Spitze die Rede. Meine Damen und Herren, ich sage, Spitze sieht anders aus. Ja, Spitze sieht anders aus, sagte ich. Ich könnte jetzt ja mal nachsehen, und das tue ich jetzt einfach mal. Ich hole mal mein Handy raus und gehe hier mal auf egovernment.hessen.de und drücke mal aktualisieren. Ich habe das heute den ganzen Tag getan, in der Hoffnung, dass sich noch was tut. Sehen Sie es mir nach, ich zitiere. Sehr geehrte Besucherinnen, sehr geehrte Besucher, derzeit wird unsere Internetseite überarbeitet. Wir bitten um etwas Geduld. Versuchen Sie es bitte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Also, ja, ich weiß, das ist polemisch, das tut mir auch leid. Also ich werde Geduld haben und es zu einem späteren Zeitpunkt normal probieren. Ich versuche es dann einfach wieder im nächsten Ausschuss oder im Plenum. Und dass die FITCO nicht das Einzige bleibt, das in dieser Legislatur in Sachen Verwaltungsdigitalisierung neu nach Hessen kommt, das hoffe ich. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege, auch dass Sie die Zeit ordnungsgemäß eingehalten haben. Als nächstes Kollege Lichert für die AfD. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Zunächst einmal gratuliere ich zum unfallfreien Vorlesen des Titels des Gesetzes. Ich bin da bescheidener. Ich versuche es gar nicht erst. Meine Damen und Herren, werte Kollegen, das Ganze klingt ja nicht nach einem Krimi, und das ist es auch nicht. Es ist vielmehr eine gewisse Fortentwicklung des Bestehenden, also eher Evolution statt Revolution. Aber dennoch kann das Bestehende ja nicht so wahnsinnig gut funktioniert haben, sonst hätten wir da keinen Änderungsbedarf. Das Begleitpapier zum Gesetzentwurf stellt auch eindrücklich die Hintergründe und Notwendigkeiten dar. Die Schaffung des FITCO als Anstalt öffentlichen Rechts soll aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre offensichtlich die Lehren ziehen. Ich zitiere, die gesetzten Ziele wurden trotz Fokussierung auf den Aufbau föderaler IT- und E-Government-Infrastrukturen nicht in dem angestrebten Maße erreicht. Die hohe Komplexität und Heterogenität der föderalen IT-Strukturen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten führten dazu, dass das Potenzial der Zusammenarbeit nicht ausgeschöpft werden konnte. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist stringent argumentiert und auch augenscheinlich richtig. Dennoch ist es trivial, denn das liegt schlicht in der Natur der Sache.
Schließlich reden wir hier nicht von den Abteilungen eines Unternehmens, die auf eine gemeinsame IT-Strategie eingeschworen werden sollen, sondern es geht um Bundesländer. Und in unserem föderalen Staatsaufbau haben die natürlich ureigenste Aufgaben, gewachsene Strukturen und Organisationen und vor allen Dingen auch sehr unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten und Beschaffungszyklen. Und genau hier fangen die Probleme an. Ich zitiere nochmals aus dem Begleitpapier. Zusätzlich zu den oben genannten Aufgaben soll die Anstalt öffentlichen Rechts FITCO weitere Aufgaben, insbesondere in den Bereichen föderale IT-Strategie, strategisches Bedarfsmanagement und föderales Architekturmanagement wahrnehmen. Auf diese Weise kann ein übergreifendes strategisches Zielbild einer föderalen IT-Landschaft erarbeitet und eine kontinuierliche föderale IT-Planung durchgeführt werden. Wow, das ist natürlich tolles Beratersprech, da freuen wir uns alle. Und wir finden hier häufig die Vokabel föderal. Einzig, sie erscheint uns ein Feigenblatt zu sein. Wer mit großen IT-Strukturen und Organisationen Erfahrung hat, und ich gehöre zu dieser bedauernswerten Spezies, der kann und muss hier an diesen vielen Stellen Zentralisierung lesen, obwohl dieser Begriff gar nicht vorkommt. Wie Sie alle hoffentlich mittlerweile verstanden haben, fordern wir als AfD auf europäischer Ebene vehement eine Rückkehr zum Prinzip der Subsidiarität. Die Regierungskoalitionen haben sich offenbar durch unseren Antrag immerhin dazu genötigt gesehen, pro forma ihre Sympathie für Subsidiarität zu bekunden. Subsidiarität ist aber grundsätzlich sinnvoll und daher auch und gerade im Föderalismus und unser erklärtes Ziel. Eine gemeinsame Koordination strategischer IT-Initiativen ist selbstverständlich sinnvoll. Aber diese Koordination sollte sich auf die Schnittstellen der IT-Systeme beziehen, also die Schaffung einer digitalen Lingua Franca. Alles, was wesentlich darüber hinausgeht, ist nämlich innovationsfeindlich und bremst die schnellen Länder aus. Und ich denke, wir alle hier wollen doch, dass Hessen zu den Schnellen gehört, oder etwa nicht? Meine Damen und Herren, das alles wechselwirkt natürlich auch sehr mit der aktuellen Modevokabel Nummer 1, der Digitalisierung. Wollen wir in Hessen tatsächlich bei der weiteren IT-Entwicklung und Digitalisierung Mehrheitsentscheidungen der Bundesländer? Wollen wir uns diesen unterwerfen? Wollen wir strategische Beschaffungsentscheidungen demnächst von FITCO determinieren oder wenigstens präjudizieren lassen? Als AfD-Fraktion sehen wir hier Chancen und Risiken ungleich verteilt. Ein elementares Risiko ist nämlich, dass die gedeihliche IT-Entwicklung in Hessen, dass wir dort im Verhältnis von Land zu Bund die gleichen Erscheinungen sehen wie im Verhältnis von Bund zu EU. Wenn es gut läuft, heftet sich das die Landesexekutive ans Revers. Geht etwas schief oder kommt man nicht schnell genug voran, sind natürlich andere schuld. Für diesen Fall hat man mit FITCO einen wunderbaren Sündenbock geschaffen. Die Genetik dieses Staatsvertrages atmet aus unserer Sicht zu viel Zentralisierung und zu wenig Wettbewerbsföderalismus. Stichworte wie horizontaler Know-how-Transfer zwischen den Ländern beispielsweise kommen viel zu kurz, und das ist vermutlich kein Zufall. Die Langsamen sollen nicht von den Schnellen profitieren, sondern alle sollen gleich langsam sein. Insofern können Sie von uns keine Zustimmung zu diesem Paket erwarten. Wir werden aber auch nicht komplett ablehnen. Möglicherweise funktioniert ja das Konstrukt. Wir wünschen viel Glück dabei, und vielleicht sticht de facto manchmal eben doch de jure. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Lichert. Das war nun wirklich eine Punkt-Punkt-Landung. Sie haben genau 5 Minuten am Pult gestanden. Herr Kollege Fallmann für die Fraktion der Union. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Hessen hat sich in diesem Jahr mit deutlichen Signalen auf den Weg gemacht, die Digitalisierung voranzubringen. Und deshalb möchte ich daher von Anfang an einmal feststellen, wenn hier einige Redner den Eindruck vermitteln wollen, Hessen sei digitales Brachland, und kritisieren die Ministerin, weil sie in der ersten kurzen Amtszeit noch nicht alle Wünsche erfüllt hat, dann muss ich sagen, das ist nun einmal so in der kurzen Zeit. Und Herr Stirböck, vielleicht noch so ein ganz kleiner Hinweis. Sie haben auf die letzten 10 Jahre angesprochen. In den letzten 10 Jahren waren Sie im Bund und im Land in vielen Jahren an der Regierung beteiligt. Wenn also ein Mangel entstanden ist, dann haben Sie den mitzuverantworten.
Bereits in den vergangenen Jahren wurde eine Fülle an Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierung in vielen Bereichen wie Arbeitswelt, Wirtschaft, Kommunen, Behörden, Schulen und gestartet und auch erfolgreich umgesetzt. Wir fangen also auf keinen Fall bei Null an, sind im Gegenteil bereits recht weit, nehmen bundesweit vielfach eine Vorreiterrolle ein, und so war es nur folgerichtig, z.B. mit der Einrichtung eines Digitalministeriums dieses angesprochene deutliche Zeichen zu setzen. Diese Zentralisierung vieler der Querschnittsaufgaben zum Schaffen einheitlicher Rahmenbedingungen wird zum einen dazu geeignet sein, die vorhandenen Ressourcen zu bündeln und zum anderen natürlich die vielen einzelnen ausgezeichneten Initiativen, die es bereits gibt, landesweit zusammenzuführen und zu vernetzen. Dies bringt uns allerdings noch nicht weiter in unserem Bestreben, Hessen in der Spitzengruppe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Innovation in Deutschland zu halten. Wir müssen daher darauf bedacht sein, mit unseren Maßnahmen und Produkten kompatibel zu sein mit denen der anderen Bundesländer und darüber hinaus. Die gesetzten Ziele, Herr Lichert, des IT-Planungsrates, da gebe ich Ihnen recht, wie z.B. in der Interoperabilität und der Steuerung von Digitalisierungsprojekten, wurden trotz aller Anstrengungen bisher nicht erreicht. Das liegt aber, und das haben Sie erwähnt, nicht an der falschen Grundkonzeption des IT-Planungsrats, sondern an der ungeheuren Komplexität der Materie und demgegenüber der Heterogenität der föderalen Strukturen. Um hier die notwendige Kontinuität und fachliche Unterstützung zu erreichen, wollen wir mit der FITCO in dem Gesetzentwurf über die Errichtung des IT-Planungsrats die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine von Bund und Ländern getragene Organisation schaffen, die die erforderliche zielgerichtete Bündelung der vorhandenen fachlichen und finanziellen Ressourcen vornimmt. Das vorhandene Engagement in den einzelnen Ländern soll nicht ins Leere laufen und soll den Status von Insellösungen überwinden. Die FITCO, was ja für föderale IT-Kooperation steht und die zum 1. Januar 2020 starten soll, wird es ermöglichen, die bisherigen Einzelstrukturen und Ablaufprozesse zu vereinheitlichen und somit die Wirkungskraft dieser Prozesse zu erhöhen und operativ eine höhere Flexibilität zu erreichen. Grundvoraussetzung ist der erste IT-Änderungsstaatsvertrag. Dadurch kann die FITCO überhaupt erst ihre Arbeit aufnehmen und dabei z.B. auch auf ein eigenes Budget, welches dann zu 35% vom Bund, 65% durch die Länder ausgestattet wird, zurückgreifen. Auch bildet die Festschreibung der Aufgaben als Unterstützungseinheit für den IT-Planungsrat die notwendige Grundlage, Strukturen zusammenzuführen und bestehende Modelle aufzulösen, die digitalen Angebote und Digitalisierungsleistungen der einzelnen Bundesländer zu koordinieren und somit aktiv die Steuerung der Digitalisierung über die Ländergrenzen hinweg zu übernehmen. Schauen wir z.B. auf das Online-Zugangsgesetz. Die Einrichtung immer umfangreicherer Zugänge zu den Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung kombiniert mit selbstverständlich einer Fülle an interaktiven Komponenten wird eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre sein. Und das kann man nicht nur reduzieren auf das im wörtlichen Sinn digitale Rathaus, sondern es geht weit darüber hinaus. Um diese Umsetzung für die Zukunft zu erleichtern und zu koordinieren, benötigen wir die Stelle, die mit umfassenden Kompetenzen über die länderbezogene Zuständigkeit hinweg agieren kann. Dass diese Stelle ihren Sitz im Herzen unseres Bundeslandes, in der, wie die Ministerin es nannte, künftigen E-Government-Hauptstadt Frankfurt haben wird, freut uns besonders. Ist dies doch eine Auszeichnung für den Digitalstandort Hessen. Um es auf den Punkt zu bringen, und damit komme ich zum Ende, mit der FITCO wird der organisatorische und rechtliche Rahmen geschaffen, in dem Kooperationen einfacher umgesetzt werden können. Daher werden wir selbstverständlich diesem Gesetzesvorhaben unsere volle Unterstützung geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Faillmann. Uns liegen keine Wortmeldungen mehr zum Tagesordnungspunkt 5 vor, sodass ich vorschlage, dass wir ihn in den DDA federführend und in den Haushaltsausschuss überweisen. Gibt es dagegen Widerspruch? Hauptausschuss. Okay, dann machen wir es in den Hauptausschuss. Hier steht aber Haushaltsausschuss drauf auf meiner Liste. Also, Hauptausschuss, machen wir so. Spricht jemand gegen den Hauptausschuss aus? Nein, Herr Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir hatten, glaube ich, mal am Anfang besprochen, dass das in den DDA und mitberatend an den Hauptausschuss gehen sollte, weil es ein Staatsvertrag ist. Das war die Idee dahinter. Wie jetzt Haushaltsausschuss dazukommt, weiß ich nicht. Aber vielleicht kriegen wir da eine Regelung hin.
Okay, ich höre gerade, es ist der Wunsch der Landesregierung, weil es vertreten wird von Herrn Schäfer. Aber die Landesregierung sagt dazu nichts. Dann machen wir das jetzt so, wie das der Kollege Frömmrich vorgeschlagen hat, dass wir den DDA federführend und den Hauptausschuss mitberatend die Unterlage, den Gesetzentwurf, überreichen.